Okay. Warte mal. Vielleicht haben wir doch gleich gewonnen. Und zwar jetzt. Land in Sicht! Jetzt haben wir es geschafft. Es ist untergegangen. Ich glaube nicht. Seht dort. Die Kanonen der Piraten zielen auf uns. Los, in die Rettungsboote. Ha! Volltreffer! Sag nicht, wir hätten dich nicht gewonnen. Herrschaftszeiten, das war knapp. Was, der Mann am Klavier? Klavier, könnte ich auch mal wieder spielen? Habe ich das letzte Mal in meiner Hochzeit. Und habe da gesagt, ich tue es nie wieder. Angeblich war es gar nicht so schlecht. Hier könnten wir auch noch mal gucken, ha? Was, morgen ist der schönste Tag des Monats? Morgen? Was ist morgen? Oktoberfest anfangen oder sowas? Was? Ach so, fertiggestellt, nicht besetzt. Bringst du Militär vielleicht? Da kommen sie. Gleich zu dritt. Prima. Wie schaut's denn eigentlich mit meinem Opferungsding da aus? Ach, jetzt kann ich's erst... Oh, Schnarch. Kann man da eigentlich auch mehrere von bauen? Ich glaube, das macht Sinn, oder? Oh, ich hab keinen Platz. Scheiße. Dann machen wir uns Platz. Ach, das ist total. Brauchen wir gleich zwei, weil was kostet die Welt? So. Das Captain-Niveau. Wir sinken. Wieso habe ich jetzt Captain Morgan gelesen? Oh Mann. So, gehört das Ding jetzt mir? Kann ich denn... Hier unten kann man auch Schiffe bauen. Okay. Dann bauen wir uns halt außen rum. Patrick, lassen sich noch zwei Wege bauen. Was meinst du? Pass alle mal auf Seerohrtiefe. Wir gehen unter die Niveaubarriere. Apropos Niveau, kennt ihr das U-Boot trinken? Fanta und Wodka, also so ein Glas voll Fanta und dann oben ein Schnapsglas Wodka rein und dann halt Ex. Keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder drauf komme, weil ich halt gerade Seerohrtiefe gelesen habe. Oh ja, meine wilden Zeiten von, wow, oh Gott, wie lange ist das her? 10 Jahre? Bestimmt. Ach ja, man war ja mal jung. Herrlich.
Was? Mein Wegbau ist Gefahr für die Allgemeinheit? Wieso? Was passiert mit meinem Wegbau? Das ist doch cool. Nicht? Ein Patrick-Verpeilt-Barometer? Leute. Hier könnte man noch einen coolen Weg hinbauen. So. Ich brauche unbedingt mehr Essen. Aber Mehl hätten wir sogar genug. Ha, wir könnten noch eine Bäckerei bauen. Nein, keine Mühle. Okay. Neuen Siedler gibt's Wegebau nur wegen mir. Also, sagen wir es mal so. Hätte mich jemand gefragt, ja, mal rein hypothetisch, brauchen wir Wege in Siedler? Hätte ich gesagt, Alter, klar brauchen wir Wege. Okay? Habe ich eigentlich erzählt, wie ich drauf gekommen bin, dieses Siedler 3 Community Match zu machen? Nochmal kurzer Schwenk zu Volker Wertig zurück und zur Gamescom. Ich habe mich ja neben dem Interview ja auch noch so ein bisschen mit ihm unterhalten und er hat ja seinen Siedler 3 bis aufs Blut verteidigt, von wegen, er kann gar nicht verstehen, warum alle Siedler 4 viel cooler finden, Siedler 3 ist doch viel besser und natürlich mit einem Lächeln, ne? Weil Siedler 3 ist ja sein Baby. Und er hat das aber gut argumentiert. Pass auf, Siedler 3, hat er gesagt, pass auf Patrick, Siedler 3 ist viel geiler, weil du kannst im Multiplayer mit 20 Leuten spielen und du kannst bei Siedler 4 nur mit 8 Leuten spielen. Daher kommt das, dass ich dieses Match machen will übrigens. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt gehabt. Und da musste ich ihm zustimmen. Ritual... Oh Gott, das können wir mal machen hier. Dann können wir da noch was anklicken nebenher. Kann ich oder kann ich nicht? Kann ich. Ritual des heimlichen Spähens haben wir schon angeklickt. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das da. Kann ich nicht anklicken. Toll. Weil der hier noch läuft, ne? Okay. Also, für mich gelernt, es macht auf jeden Fall Sinn, viel mehr Opferungsstätten zu bauen. Mit den Bajoran. Was hätten wir hier nochmal? Kohle, Stein, Eisen brauche ich nicht. Und hier wäre nochmal... Kohle zum einen und Salz brauchen wir vielleicht später, wenn das hier noch weitergeht, aber wir haben es doch jetzt dann fast, oder? Was mache ich mit der Opferungsstätte? Bleibt das Militär. Da kommt einer. Da kommt so eine Blattnase. Ah, wie können wir uns drehen? Ach, oh, ah. Lauf, Forest. Ja, okay, du hast recht. Dein Schiff ist noch nicht da, ne?
Brauchst deswegen aber nicht so grimmig gucken. Außerdem kommt's doch da schon. Glaube ich. Vielleicht. Aber wenn hier noch eine Anlegestelle ist, dann brauchen wir auch noch ein Schiff. Können wir denn nicht irgendwo noch Bauernhöfe hinklopfen? Ja, hier. Sollten wir das tun? Warum nicht? Oder hat jemand was Besseres vor? Das ist ein Bayer, der auf ein Schiff soll. Das ist doch logisch, dass der Grimm mich guckt. Okay. So. Expedition starten. Du bist übrigens auch durch. Wow. Ein 2D-Baum, der wächst. Voll der Sprite. Krass. So, liebe Kinder, animiert man das nicht. Oder soll das eine Hecke werden? Ach, der ist schon... Nö, er tut noch irgendwas. Irgendwie gruselig, der Baum. Whoa. Oh je. Was laber ich hier eigentlich? Ich will jetzt diese Mission gewinnen. Kommt schon. Dauert das so lang, die paar Ritter rüberzubringen? Da laufen sie. Aber dann müsst ihr doch hier in der Kaserne... Ich hab sie doch extra schon hier oben hingebaut. Sind ja auch welche da. So, können wir doch bestimmt irgendwas starten. Ja, bam. Hier nicht. Siedler Erbe der Könige spielt man ja auch nicht. Zumindest nicht freiwillig. Ja, Kacke. Noch eine Baracke. Das reimt sich sogar. Ja, Kacke. Noch eine Baracke. So, haben wir jetzt zufällig... Nee, haben wir nicht. Ist das ein Bug? In der ersten Mission kommt man es doch auch direkt... Nein, hör mir mit Bugs auf. Das Spiel hat bisher noch keine. Zumindest sind mir keine aufgefallen. Und sag bitte nicht, ich muss den hier noch irgendwie angreifen. Läuft das hier eigentlich immer noch? Ja. Wow, weißt du, Schattenkill, manche Leute mögen auch Sadomaso und die stehen auch dazu. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja gut, dass der Sound hier leckt, dafür kann man dem Spiel, glaube ich, keine Schuld geben. Das ist nicht für ein 64-Bit-Betriebssystem gedacht und mein Rechner wird wahrscheinlich auch viel zu schnell sein. Daher wird das kommen.
Vielleicht könnte ich mal irgendwie was mit V-Sync probieren oder so. Dass wir die Frames angleichen oder runtersetzen. Dann wäre das bestimmt gelöst. Aber ein Bug ist das in dem Sinne nicht. Aber ich bin zu faul. Ich sag's auch ganz ehrlich, ich bin zu faul, mich damit zu beschäftigen. Es sei denn, mir erzählt jetzt jemand von euch, dass es im Hauptspiel schon immer diese Soundbugs gab. Nix gegen SM. Hi Benny! Ich würde SM auch noch Siedler 5 vorziehen. Aham. Aber der Könige ist kein Siedler, Vanessa. Das zählt nicht. Das Spiel hat einfach gar nichts mit Siedler zu tun. Bis auf den Titel. Okay, Eisen hätten wir auch. Eigentlich wollte ich hier aber fischen gehen. Und Steine haben wir auch nochmal. Okay, also es ist schon so, wie ich denke, ne? Ich habe einfach zu viel FPS und für Windows 7, Windows 10 und so weiter ist das einfach nicht gedacht. Das Spiel funktioniert ja auch eigentlich gar nicht, ja. Was aber am Kopierschutz liegt. Hier hinten sind auch Gegner. Was ist das? Brunnen? Ja, geil. Kann ich Expedition starten? Dann gehen wir. Habe ich noch ein Schiff gebaut? Ja. Die Franziska, so heißt meine Cousine. Könnt eure Meinung auch behalten. Ich sag immer zu meiner Frau, du hast recht, ja, und ich habe meine Ruhe. Ubisoft hat Blue Byte kurz vor Release vor Siedler 4 gekauft und dann darauf gedrängt, dass Siedler 4 sofort released wird, damit Geld in die Kassen kommt. Dementsprechend kam es sehr verbuggt auf den Markt. Ja, lange Geschichte. Beziehungsweise so verbuggt, dass die Bugs ja heute noch drin sind. Meine Frau hat definitiv die Hosen an. Ja, ich habe nichts zu melden. Gar nichts. Ist so. Null. Könnte ich eine Landbrücke rüber machen, hm? Aber doch hier vielleicht auch. Wow, das zum Thema Wege aus der Hölle. Nein, also Volker, ich weiß nicht, hat er das mir auf der Gamescom erzählt oder kann man das irgendwo nachlesen? Also Volker Wertig wurde das Angebot gemacht, Siedler 4 zu entwickeln. Man hat damals aber gesagt, das Spiel muss innerhalb von 2 Jahren released werden bei Blue Byte,
weil man sonst nicht mehr liquide genug ist. Und der Folger hat gesagt, sorry, ich kann in 2 Jahren kein Siedlerspiel machen, das geht nicht. Und von daher haben sich die Wege da wieder getrennt. Im Endeffekt war die Entwicklung dann tatsächlich 3 Jahre für Siedler 4. Ein viertes hätte im Spiel aber bekannterweise auch noch sehr gut getan. Aber jetzt ist der gute Mann ja wieder da. Und wir freuen uns alle. Ritual. Ja, das hatte ich angeklickt, ne? Und was war's hier? Gold erzeugen, mach mal. Was ist hier? Das Ding läuft schon. Wie der zweitbeste Siedlerteil. Ich meine, in Siedler 4 ist man ja hergegangen und hat alles Positive aus Siedler 3 genommen und da gab es ja jede Menge. Ist aber wieder ein bisschen back to roots mit Thema Gold befördert Militär. Also hat sich wieder Elemente aus Siedler 2 geschnappt. Und ja, vieles richtig gemacht. Kaum auszudenken, was aus Siedler 4 geworden wäre, wenn das bugfrei gewesen wäre. Und auch so Dinge wie der Karteneditor zur Release drin gewesen wären. Gut, naja, Blue Byte war sowieso verkauft. Nee, hätte auch nichts mehr geändert. Der Mage hat es auf jeden Fall damals sehr geschadet. Sehr, sehr geschadet. Vor allem, Siedler war dann angeknackst und dann kam dieses grottige Siedler 5. Und ich meine, es war ja bei mir auch so. Dann hast du dich gefreut, wow, geil, neues Siedler. Du fängst es an zu spielen und du merkst so, ey, eigentlich, erstens ist es nicht das, was ich spielen will. Und zweitens macht es mir eigentlich gar keinen Spaß. Und dann begräbst du für dich die Siedler-Serie und gräbst zuerst, ja, in meinem Fall kam ich zu Siedler zurück durch die iOS-Version von Siedler 4 tatsächlich. Ich habe das dann auf dem iPhone 3GS, glaube ich, damals, habe ich dann Siedler 4 wieder durchgespielt. Dann war ich wieder gehypt. Aber auf dem PC habe ich es erst wieder 2017 für mich entdeckt. Also da war ganz viele Jahre Pause. Ich sollte echt mal ein Video drüber machen. Meine Siedler-Geschichte. Da gibt es so viel zu erzählen. Ich hoffe immer noch, demnächst mal nach Düsseldorf zu Blue Byte zu dürfen, zu Ubisoft zu dürfen. Hafen ist bereits besetzt. Hä? Und jetzt? Oh! Beim Klabautermann, du wagst dich in unsere Hoheitsgewässer, Garibald? Kehre sofort um, sonst werden wir das Kanonenfeuer eröffnen. Das Kanon? Ja, Fixlatten, wir sind so kurz vorm Ziel. Ja, Fixlatten! Ich glaube, das interessiert die Piraten herzlich wenig. Herrschaftszeiten, dies kurze Stück schaffen wir nun auch noch. Wie jetzt? Was muss ich jetzt tun? Ich kann hier aber nicht sagen, ich möchte jetzt Militär hier... Ah nee, das geht nicht, ne? Kann man von Kaserne zu Kaserne verlagern eigentlich? Baue ich doch einfach mal eine. Hier. Keine Ahnung. Ja, fix Latten. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Das war nix.
Komm schon. Ah, schon ein bisschen weit, ne? Aber hierüber müsste doch allemal gehen. Ja, Siedler 2 für den Nintendo DS. Gott sei Dank habe ich das nicht spielen müssen. Ich habe aber, wow. Ja. mir haben die Screenshots schon gereicht im Prinzip. Ich weiß nicht, wie das spielbar sein sollte. Du hast ja im Prinzip gar nichts gesehen. Was mache ich mit der Opferstätte? Vielleicht hätte ich irgendwie Landerweiterung oder so. Geil, wir haben Gold. Aber nur Gold. Keine Münzen, ne? Und auch nie Gold irgendwo gefunden. Ihr seid doch auch schon lange tot. Ja, Kruzi Türken, haben wir überhaupt noch dann eine... Nö, natürlich nicht. Das Ding bei mir war halt auch mit Siedler 5, ich habe Siedler 6 und 7 nie gespielt, komplett ignoriert, ja. Mir war die Serie komplett egal ab dem Zeitpunkt. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber sie hat mich ja wieder gekriegt. Und wie? Gott sei Dank. Wobei... Siedler 6, ja, macht ja wieder vieles besser. Ist aber im Prinzip auch kein klassisches Siedler mehr. Aber irgendwann, jetzt habe ich schon durchgespielt, jetzt spiele ich noch das Add-on. Ich habe Spaß damit, also das passt eigentlich. Aber Siedler 7, was zur Hölle ist das dann wieder, hey? Oh. Das passt halt wieder gar nicht. Oh shit. Ist ja gar nicht verbunden. Hat man das noch mal anders? So, Kaserne, kann ich jetzt sagen... Aha, ich kann euch auslagern. Okay, dann kann ich doch jetzt hier hergehen und sagen... Tschüss! Richtig? Oder können nur zwei aufs Boot? Überhaupt, was hat das Boot hier so... Oh hier. Dass hier noch keins auf Grund gelaufen ist. Na, kommt ihr raus? Hey, wir haben hier eh... Das Ding ist eh voll, oder? Wir haben jede Menge Militär. Ihr kommt nur, um die
Baracke zu besetzen oder aufs Schiff zu gehen. Toll. Klappt ja wunderprächtig mit dem Auslagern nicht. Der grüne Pfeil bedeutet einlagern. Ah, danke Rux. Auf geht's. An die Front. So Leute, wir haben 0.05 Uhr. Das bedeutet, wir haben die Mission leider nicht in einem Rutsch geschafft. Schade. Und ich glaube, dass nicht mehr viel fehlt, aber... das machen wir dann nächsten Donnerstag im nächsten Siedler ADK Livestream. Wow. Und eigentlich möchte ich jetzt auch ganz gerne ins Bett. Und von Bier träumen. Boah. Gebt euch mal das. Das ist doch ein Abschlussbild, ha? So hat das am Samstag im Community Game in Siedler 3 auszusehen. Etwa so stelle ich mir das vor, ja? Wenn wir 20... Wir können dich nicht nur zu Wasser, sondern auch auf dem Land mit Mann und Maus versenken, Garibald. Was? Mach dich aus dem Staub, solange du noch kannst. Wow. Schiff. Erreiche die Zielinsel... Schiffstaffellaufs. Okay. Warte mal. Vielleicht haben wir doch gleich gewonnen. Und zwar jetzt. Land in Sicht! Jetzt haben wir es geschafft. Das ist untergegangen. Ich glaube nicht. Seht dort. Die Kanonen der Piraten zielen auf uns. Los in die Rettungsboote. Ha! Volltreffer! Sag nicht, wir hätten dich nicht gewonnen. Herrschaftszeiten, das war knapp. Hochverehrte Moped. Ich stehe tief in eurer Schuld. Wie kann man nur Moped Ohne heißen? Euer beherztes Eingreifen. Da legen wir jetzt alle Mause tot am Meeresboden. Alter, die sind tot. Uiuiuiui, jetzt wird's mit dem Zieleinlauf aber richtig eng. Greiz Halleluja. Wenn die Piraten jedes Schiff versenken, das von diesem Hafen ablegt, dann werden wir die Zielinsel nie erreichen. Garibald, ihr müsst Olympus davon überzeugen, dass der Wettkampf abgebrochen wird. Das habe ich schon vorm Startpfiff versucht. Umsonst. Tch. Das ist mal wieder typisch Olympus. Er ist ein störrischer alter Kauz und lässt sich bei allem dreimal bitten. Aber ich habe da eine Idee. Bevor ich meinen Verein gegründet habe, war ich selbst Profisportlerin. Vor den Wettkämpfen habe ich Olympus immer per Opferung gefällig gestimmt. Das hat damals gewirkt. Was hat sie? Und wird auch diesmal funktionieren. Sie hat ihn willig gemacht. Was? Was muss sie tun? Och, das ist kaum der Rede wert. Eine kleine Spende für den Verein zum Schutz dopinggefährdeter Freizeit- und Profisportler e.V. Ah, hier hinten kommt mein Militär übrigens. Die Opferung für euch durchführe. Herrschaftszeiten, Moped, wie könnt ihr nur mit meinem Leid Geschäfte machen? Ihr seid ein hinterhältiges Weibsbild, ihr. Liebster Garibald, ihr verkennt mein Wesen. Ich will das Gold ja nicht für mich, sondern für die hilfebedürftigen Dopingopfer. Ach, ihr habt's ja recht, teure Moped. Für einen guten Zweck sollte jeder ein kleines Vermögen übrig haben. Nur bin ich gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Naja, es wird sich schon eine Opferung finden, mit der ich den von euch geforderten Betrag zusammenbekomme. Das habe ich doch schon. Das habe ich doch schon gemacht. Spenden, Spende für Moped, damit sich endlich mal ein Moped kaufen kann. 8 Gold. Dann darf das Gold aber nicht in die Kasernen gehen. Kann man das? Kann man nicht? Und ihr braucht Gold. Toll, habt ihr aber auch schon. Aber dann kann man dich doch starten. Und du beschwörst nochmal Gold. Und du beschwörst dann auch nochmal Gold. So, aber jetzt Schluss für heute.
Liebe Zocker-Launcher, danke fürs Zuschauen. Samstag Community Game nicht vergessen. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mitspielt. Wenn wir irgendwie auf 20 Spieler kommen. Das kann doch nur lustig werden. Ja. Hoffentlich lebe ich auch lang genug, dass es einen vernünftigen Livestream gibt. Und vielleicht spielen wir danach ja auch nochmal eine Runde Siedler 4 am Samstag. Ha? Vielleicht. Wer schon mal dabei wäre, der weiß ja, wie das läuft. Haut rein. In diesem Sinne, bis Samstag. Ciao.